Hallo und willkommen zurück bei Ark Survival Evolved. Let's play together, gemeinsam mit der Tipa. Grüß euch, hallo Anduin. Und mir, dem Anduin, grüß euch. So. Wir sind auf der Jagd. ja, bitte. Wir sind auf der Jagd nach Keratin, Lederfleisch und Soria zum Themen. Genau. Ihr seht schon, das Fräulein Richthofen hat einen Sattel bekommen. Also wir haben einige Stunden mit Farmen verbracht. Es gibt auch oben wieder einiges zum Verbauen, was euch die Tibra dann zeigen wird vermutlich. Mhm. Dein Wölkchen hat gerade eine Kackkugel produziert, die schmeiße ich da gleich rein ins Inventar bei ihr. Was ist da? Gott, was tut sie? Ja, ich will was erleben. Achso, okay, ist ja gewollt. Ja, das ist gewollt. Gut. Ja, und ich bin unterwegs. Da gibt's Dodos noch. Kein Keratin. Ich versuche Eisen zu finden, weil ich habe mir die ganzen Sättel angeschaut und für die ganzen großen Fleischfresser bin ich überall jede Menge Eisen. Mhm. Auch für die ganzen anderen Dinos, wie zum Beispiel einen Ankylo, den wir ja schon getämpft haben. Ja. Was habt ihr denn alles? Da auch wieder eine Kinder. Schmeißen wir gleich rein. Ja, Leder haben wir mittlerweile genug. Ich kann Utensilien alle bauen. Ja, was ist noch passiert während den Farmen? Uns hat ein Spinosaurus besucht. Ja, und Tibras Meute hat den Spinner erlegt. Leider hat er unser, dort wo wir den Kompost produzieren, hat er uns komplett zerlegt dort. Jetzt haben wir alles, was wir noch retten konnten, haben wir halt kurzfristig nach oben transportiert. Das liegt momentan alles in unserem Lager oben. Aber das wird sowieso erweitert. Und bauen das jetzt da innerhalb von unserem Mauerwerk auf, damit sowas nicht noch einmal passieren kann. Ja, ich hab da ins Wölkchen ein bisschen was reingelegt. Mhm. So. Passt schon. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Da ist wieder ein Ei. Ah, kann man nicht auf die Mappe schauen? Ah, da ist die Mappe. Okay. Aha, wo ist das Wölkchen? Da ist das Wölkchen. Ja. Ein Ei. Das heißt, mein Ziel ist jetzt einmal Eisen zu finden. Dazu werden wir da mal in die Höhe steigen mit dem Ding, um sich eine Übersicht zu verschaffen. Mit meinem Fräulein Richthofen. Jawohl, genau. Das zweite, was bei mir im Programm steht, ist neben der Eisensuche zu schauen, dass wir neben Fräulein Richthofen einen roten Baron noch finden. Damit wir zwei Flugteile haben. Wo könnte da... Brave Kinder, brave Eisen Kinder. Sein? Hier noch da in dem Bereich vermutlich. Da schau her. Boah, sehr interessant. Mhm. Hui, was man von da oben alles sieht. Wirklich? Jo. Da gibt's noch viel zu erkunden, wenn ich mir das so anschaue. Ja, was hast du? Du hast schon 2000 Gesundheit, Nahkampfschaden. Ja, so runter geht's auf alle Fälle Richtung Süden. Da haben wir den Rest. Okay. Darauf ist Norden. Ich stehe auf euch, Kinder. Ja. Ah ja. Da steht auf einer Bergspitze ein Bronto, da hat genau der Bronto Platz und ein Baum. Genau. Ich frage mich, von was sich der da herum ernährt. Ein Schild ist da auch herum, das ist ein Gebirgsschild. Und ein paar von diesen komischen kleinen Dinger da. Ja, die lästigen Monster. Ja. Lästigen Monster. Das ist ja sehr spannend. Der Rest. Der Fan. Gut, Kinder, los geht's. Wir säubern den Strand. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, nachdem das erste Mal ist, dass wir das Center haben, also die Map, weiß ich nicht, wo da Eisen ist. Ob das so ist wie auf der Standard-Map, dass es eher
im höher gelegenen, nein, ist nicht, weil ich glaube, da unten sehe ich schon eines. Okay. Also das wäre ja sehr cool. Pass nur auf, dass kein Rex oder so in der Nähe ist. Ja. Ah ja, wir haben übrigens den Prompto hier entsorgt, der unsere Insel belagert. Ja, stimmt, ja. Das wollten wir eigentlich in einer Aufnahme machen. Sorry, dass wir das nicht aufgenommen haben. Oder während, aber er hat so genervt beim Farmen. Mhm. Weil er immer wieder irgendwo im Weg war. Dann haben wir kurzerhand beschlossen, dass wir entsorgen. Gut, du bist 21. Kinder, seid ihr da? Alle? Okay, also da würde es einmal jede Menge Eisen geben. Na, bin ich unfähig oder was? Dass ich das ich Ding schauen, hier erwische. Ich da hinkomme am besten, aber das ist ja gar nicht weit weg. Kommt da gerade. Das ist ja nur den Hang darauf. Ups. Das ist den Hang rauf. Dann Kinder. Darüber. Yes. Da kommt alle her. Brav. Brav, ein Mädchen. Und wo komme ich da rauf? Hm? Müsste ich da rein? Schauen wir mal nach eurer Gesundheit. Ja, da gibt's nichts zu meckern. Oh Gott, was ist denn da los? Da liegen voll die Tierkadaver. Oh, hat irgendwas gewütet? Der Pronto total blutig, aber bewegt sich. Oh, da geht's ja ziemlich her. Was ist was? Hallo? Oh, ein Tyrannosaurus. Steigen wir nicht mehr gleich mal ein bisschen höher auf. Damit der nicht glaubt, der kann uns schnabulieren. Mhm, das wäre ganz lieb. Ah, das ist der T-Rex, den wir am langen Strand gesehen haben. Der ist jetzt da oben wo. Okay, das heißt, er wird mir nicht in die Quere kommen, wenn ich farmen gehe. Nein. Sehr gut. Da den Steg hat er schon gefressen. Was ist da unten unterwegs? Die Terrorvögel sind da ein paar. Okay, das heißt, man kommt da eigentlich in dieses Gebirge, da kommt man von unten gar nicht, das erreicht man anscheinend nur mit Fliegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Da kommt man da rauf, ja, da kommt man rauf, okay. Ich muss ja wirklich ständig alle Kinder durchziehen, weil sonst sind die permanent irgendwo weg und irgendwo drin. Suchst du Wölkchen? Hm. Ja. Weil wir haben nämlich ein Problem, unser Flugtier kann so gut wie nichts tragen. Deshalb schaue ich gerade, ob ich da irgendwie mit einem Saurier herkomme. Hm. Ein paar gehen tauchen. Nachdem das nicht weit weg ist, wäre ich da jetzt einfach mal landen. Kommt doch her, Wölkchen, du sollst nicht mit den spielen. Die sind so verspielt. Also wir brauchen tonnenweise Stein, Fundamente. Ich werde einfach alles mitnehmen und einpacken, was mir in die Quere kommt. Oder? Ja. Ja. Gut, dann beginnen wir mit dem Eisenabbau. Voilà, das war das falsche. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt, wie nicht wie mehr raus. Das Problem da ist. Du hast was gefunden. Okay, so krieg ich es. Ja, ja, jede Menge, also nicht einmal weit weg von uns. Okay, also
So geht weniger raus, als wie mit der Spitzhacke. Dann nehmen wir mir die Spitzhacke, weil Stein kriegen wir überhaupt so. Limestone. Okay, hinterher. Wilkin, ich glaube, ich stell dich wo ab. So, und dann würde ich sagen, dann fliegen wir auch schon wieder. Genau, es war genau ein Stein wahrscheinlich. Zwei habe ich mir genommen. Naja, sie schleppt es noch, aber gerade so. Aber es ist nicht weit weg, also da zahlt es sich aus, dass man mehrmals hin und her fliegt. Okay. Es ist ganz in der Nähe von uns. Ja, was sehr fein. Habt ihr denn jetzt gefressen oder wie? Es hat gefräßige Tierchen, echt jetzt. Gefräßige Tiere. So, dann landen wir auch schon wieder. Oh, was baue ich gleich mal? Oh, könnt dann gucken. Ich kämpfe. So, und was ich mal noch mitnehmen werde, ist eine Gemioperis. Na. Nichts mehr, ob ihr es. Für den Pteranodon braucht man Fleisch, ne? Oh, ja, genau. Genau. Den hab ich bei mir genug. Na, Fleisch hat ja unser weiblicher Pteranodon, also das Fräulein Richthofen, hat er nur drinnen. Dann nehmen wir nur Narkosemittel, weil wenn ich wo einen männlichen Pteranodon finde, ja, der mir gefällt, dann. Ah, komm, das ist das gleiche. Steinwand mache ich. So, 49 Eisen hört sich das gut an. Schon, oder? Ja, das ist schon ganz gut. So, keine Ahnung, wozu man den Limestone braucht, aber ich weiß ja, vorher geht man da oben rein. Ja, also 70 Leder hier heute habe ich schon. Wieder. Oh, was ist denn da los? Unsere Haustiere. Wo ist das zweite? Hallo, was tut's hier da? Welches Haustier? Na, die, was da oben sind. Die Kackstiefel und die Pissnelke? Ja. Ach, die sind ja auch bis. Ach so, die haben auch da dem Rumpf gefolgt, oder was? Mhm. Es geht bis da rauf, na gratuliere. Okay, also das werde ich nicht mehr verwenden. Also, jetzt. Hopp, hopp. Pissnelke, komm. Ja, komm. Ja, na komm. Ja, ui. Die freut sich ja. Ja. Ich mich auch. So. Ich krieg gleich wieder mal Gesundheit. Wie schaut die aus? Na ja, komm, nicht. Und ich habe, glaube ich, noch was zum Rauslegen, damit ich möglichst leicht bin. Hm? Im Kampfeinsatz kommen die zwei eh nicht. Genau. Wobei du, die haben mittlerweile, also 1000 Leben haben sie jetzt schon. Okay. Okay, warum ist mein Leder so stark glidiert? Ja, Wölkchen, du hast schon recht. So, ich schmeiß da mal den Großteil raus. Die Steine da haben wir auch noch Gewicht, nehmen wir auch noch raus. Oh. So, ein Rest können wir raus. Du hast mir wieder voll. Ah, nein, lieber nicht. Lieber nicht, ich reite. Was bist denn du für ein... Und wie alt vor allem? Oh, Level 1. Gut. Huch.
kurz und schmerzlos. So, leveln sollte ich. Was nehmen wir denn? Resistenz. Ups, ja. Rückchen her mit dem Bier. Zweite Fuhreisen geholt und bin gerade dabei, dass ich wieder retour fliege. Sehr schön. Das scheint so. Ui, ich glaube, jetzt habe ich zu viel aufgenommen. Das macht aber nichts, weil dann schmeißen wir die Steine raus. Die sind nicht wirklich wichtig. Ja, was? Ja, aber jetzt. Hallo, flieg. Vielleicht hat er Hunger. Ja, da genug drinnen. Das Holz kann ich noch rausschmeißen. Das sind zwar nur vier. Die zwei Feuersteine. Im schlimmsten Fall kann ich mein Steinwerkzeug nehmen. Wenn ich nicht weiß, ob das wirklich. Ja, Wölkchen, du bleibst wieder stehen. Zu mir geht aber jetzt nicht mehr. Wie viele habe ich denn? 1, 2, 3? Flieg. Ja, er bewegt sich. 4, 5. Irgendwie fehlt mir. So, dann machen wir jetzt noch einmal kurze Landung. Was ist da hinten? Dass die Ausdauer raufgeht. Contessa. Oh Gott. Die hat immer ein Problem. Jetzt. Wind, bitte schön. Eiswind. Wild. Ist ja sehr realistisch. Ich fliege in Zeitlupe. Da hält man sich bestimmt. Zwerg, typisch. Typisch Zwerg. Was soll man da noch sagen? Ist, wenn man es dem Tier einlädt. Das Zeug, aber ich glaube, es ist immer gleich, oder? Das macht keinen Unterschied. Glaube ich auch, ja.
euch zumindest bis... Aber jetzt muss... ...in unserem Bereich kommen, dass ich nichts mehr landen muss. Ja. Das geht sich aus, klar. Ja, sorry, dass das jetzt etwas dauert, aber... Naja. Ah, da ist auch Übereisen. Bei uns, dort wo, der, wo unser Gebäude ist, ja. In dem oberen Bereich, wo wir noch nicht oben waren, gibt es auch Eisenvorkommen. Okay. Wenn wir gleich alles abbauen dann. Oh, du Kleiner. Guck, guck. Hallo, spielt ihr? Ja, brav. Ihr habt ihn gleich gefressen. Na gut, dann geht's weiter. Ich werde sonst kaputt. 1, 2, 3, 5, 6, alle da. Sehr schön. So, ich glaube, ich lasse dich hier gleich landen und lauf selbst. Ja, darf mich nicht mehr so anladen. Okay. Ja, ich habe jetzt abgebaut, bis ich ziemlich voll war, aber das ist für die Kleinen noch viel zu viel zum Traum. Okay, wie steht's denn mit der Zeit? 22 Minuten. Sehr schön. Das heißt perfekt in der Zeit. Hat deine Ansage. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet es beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ark Survival Evolved. Let's play together gemeinsam mit der Tibra und dem Anduin. Ich werde da jetzt noch ein bisschen Eisen farmen. Mhm. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Ciao.